Also, wir haben Top-Lane das Matchup. Mordekaiser gegen Garen, in der Mitte Diana gegen Veigar. Was macht die Kamera denn da? Auf der Botlane haben wir Varus Yuumi gegen Jhin Lux. Und im Jungle Gragas gegen Jarvan. Dazu sollte man wissen, dass Gragas hier ein interessantes Matchup mit. Da ist der Level 1 Fight. Gragas muss seine E skillen und dasht einfach raus, hat aber halbe Leben verloren. Was sind die Elos? Wir haben auf der Red Side das Team, was ich quasi spectate, also meine Kumpels. Die sind alle Gold, bis auf Luca, der ist Platin. Im Gegnerteam haben wir einen Platin, einen Gold und drei Silber. Eins, soweit ich weiß. Also kurz unter Gold, die anderen sind alle niedrigstes Gold. Genau. Gragas wird hier auch nicht für den Reset gehen, sondern mit dem Leben weitermachen. Spammt erstmal sein Mastery Emote hier. Ups. So, es gab doch irgendwelche Shortcuts hier. Interface. So, die fangen hier Red an, kriegen einen Leash von Gragas, von der Botlane, genauso auf der anderen Seite wird das Ganze gemirrored. Nice, so. Okay, damit kann ich das HUD ausblenden. E-Scoreboard. Und dann nicht das Kill. Naja, das Gold-Dings. Objective Timers. Das ist auch noch ganz nett. Okay, jetzt muss ich gleich nochmal reinschauen. Ich will nicht das Gold. Wie kann ich das umstellen? Ah, Toggle Scoreboard Items mit X. Ah, perfekt. So. Toplane kommt der erste Gank von Luca und der Mordekaiser musste direkt flashen. Er hätte das womöglich sogar auch ohne überleben können. In der Mitte das Matchup ist relativ even momentan. Die Diana ist deutlich vorne im Farm, hat dafür aber schon sehr viel Mana ausgegeben. Auf der Botlane auch ein ganz normales Hin und Her. Yuumi heilt hier Varus wieder hoch und farmtechnisch ist auch die rote Seite hier wieder vorne ein wenig. Unser Godking Garen holt sich hier den Last Hit und täuscht einen Roam an. Ich weiß nicht ganz. Unser Jarvan kümmert sich um die Bot-Sidecrab, hat auch auf der Botlane die Prio, um das Ganze contesten zu können. Wird aber gar kein Problem sein, denn der gegnerische Jungler befindet sich momentan. Hier haben wir einen schönen All-In. Da muss der Varus flashen, wurde aber von Lux ignited, überlebt das Ganze aber relativ knapp noch. Wodurch die Botlane jetzt deutlich im Vorteil sein sollte und hier relativ safe spielen könnte. Luca, also unser Jarvan, für den Tower Dive da. Sehr schön. Kommt auch hier raus. Easy musste in diesem Fall flashen. Veigar hat so ein Baguette-Ding auf dem Stab. Das ist der Curling-Veigar, oder? Ja, das ist ein Besen. In dem Fall. Hier der erste erfolgreiche Gank von unserem Jungler. Botlane ist sehr reingepusht. Mordekaiser erklärt das Ganze jetzt unterm Turm. Unsere Botlane hat resettet. Ja, das ist Curling Veigar. Der sieht sehr normal aus. Das ist einer von den ältesten Skins, was Veigar hat, ja. Dementsprechend. Ja. So, lassen wir mal die Directed-Kamera wieder ein bisschen arbeiten. Ja,
Goldtechnisch kann man hier sagen, dass das rote Team ein wenig vorne ist. Mordekaiser blockt hier mit seinem Schild ganz gut den Schaden, den Chris hier an ihm macht. Und durch seine Passive kann er Chris deutlich mehr Schaden machen, was letztendlich in einem Trade für Mordekaiser ausgeht. Doch die Garen Passive sollte hier dagegen gut hochheilen. Jo, und schon hat Garen wieder mehr Leben als Mordekaiser. Gragas befindet sich jetzt auf der Bot-Side, cleart seine Crux. Auf der anderen Seite wird Jarvan das Ganze jetzt auch machen. So. Ah, das könnte ich mal noch schnell machen. In der Mitte haben wir das All-In und Diana gewinnt das Ganze hier gegen Veigar recht souverän, auch wenn auch mit dem letzten Mana, das ihm zur Verfügung stand. So. Auf der Botlane ist nun Gragas für den Gank da, doch wurde er nicht. Er wurde nicht von dem roten Team rechtzeitig gesehen, aber sie haben irgendwas gerochen und konnten disengagen. Hier wird jetzt der Fight um die Krabbe stattfinden. Oh, der Flash-In von Diana, aber der Body Slam von Gragas verhindert seinen Tod. Letztendlich musste er trotzdem flashen für die ganze Geschichte. Und Jarvan kann sich hier auf der Botlane die Krabbe sichern. Goldtechnisch ist das rote Team jetzt fast 2000 Gold, es sind mehr als 2000 Gold vorne. Farmtechnisch Botlane 10 CS vorne, Mitte 20 CS vorne, Jungle 20 CS vorne und Toplane ca. 10 CS vorne. Die beiden Toplaner waren noch nicht in der Base. Alle anderen Lanes haben mindestens einmal resettet. Was kann man noch sagen? Ward Coverage technisch ist das ein All-In in der Mitte. Aber Diana kann wegen dem Event Horizon von Veigar hier nicht den kompletten Follow-up machen. Kriegt den Kill und überlebt dank seinem Schild das Ganze relativ knapp. Kommt aber hier raus. Gragas ist nicht in der Lage hier zu followen. Das Smite. Sehr schön gespielt von unserem Jarvan. Das Smite auf das Raptor Camp hat ihm das nötige Leben gegeben, um das Ganze hier im Duell sehr schön zu überleben. Und konnte die Mitte noch in den gegnerischen Turm reinpushen, um die ganze Wave zu resetten. Da Toplane jetzt Pressure hat, wird Jarvan hier für den Herald gehen. Da sowohl der Midlaner als auch der Jungler gerade getötet wurden. Und hier keine Pressure auf den Herald haben sollten. Die Toplane hat Prio, die Mitte hat Prio. Nur Gragas könnte selber dahin laufen, aber Top und Mitte könnten sofort reagieren. So, Jarvan sollte jetzt den Herald uncontested hier kriegen an der Stelle. Kriegt ihn auch komplett uncontested. Die Toplaner waren immer noch nicht in der Base. Da kam der Ping von der Blue Side. All-in in der Mitte schon wieder. Oh, auch auf der Top-Lane. Ein interessanter Fight. Doch inzwischen outscaled hier der Garen ohne Items. Den Mordekaiser ohne Items. Botlane wird hier für das zweite Plate gegreedet. Und das wird auch genommen. Veigar ist nur noch auf Ranged Farm beschränkt. Kann nicht mehr an die Wave herantreten. Toplane nun der erste Reset von unserem Garen. Ein Phage wird sich gekauft und ein Sheen. Der Trinity Rush ist real. Schuhe und ein Pink Ward dazu.
In der Mitte wieder ein All-In, unsere Diana. Und da ist der Kill. Jawan wäre auch noch zur Stelle gewesen, falls das Ganze nicht gereicht hätte. Nun wird der Herald in der Mitte geplaced, um so hier mindestens die nächsten zwei Plates zu garantieren. Gragas wird hier versuchen, noch die Wave so schnell wie möglich zu clearen. Und hier ist der Tower Dive. Ah, schafft die Diana es? Ah, Diana hat leider keinen Mana mehr, um hier weiter zu followen. Die Plates werden sich aber noch gegönnt. Die zweite, die vierte Plate wird hier auch noch fallen. Und eventuell sogar der ganze Turm. Veigar läuft erst jetzt aus der Mitte wieder zum Turm hin. Und Top Lane. Ah, der Mordekaiser war inzwischen auch in der Base. Und tut unserem Garen inzwischen relativ viel weh. Garen musste hier an der Stelle flashen, um das Ganze sicher zu überleben. Die Mordekaiser-Ult wäre sogar noch da gewesen. So, Mitte resettet nun und unser Jungler gönnt sich den Red Buff. Auf der Botlane passiert momentan nicht besonders viel. Es wird versucht momentan, um die sehr stark gefeedete Mitte herumzuarbeiten. Dementsprechend konzentriert sich der Jungler momentan eher auf die Topside, weil da eben gerade der Herald war, und vor allem auf die Mitte. Veigar rotiert momentan Richtung unten. Rafft das die rote Seite? Oh, hier der Full Engage auf Scully. Der kann das Ganze nicht überleben. Es wurden aber einige Skills benutzt. Diana ist nun auch zur Stelle, aber das ist ein 2 gegen 4. Da sollte sich die Botlane jetzt rausziehen und disengagen. Oh, Diana versucht hier für den Kill zu gehen. Ist aber gegen vier Leute dann auch nicht gefeedet genug. Diana schafft es, das zu disengagen. Lux ohne Mana kann hier leider auch nicht mehr viel machen. Ich will so weit rauszoomen wie, in LEC. Gibt es hier irgendwie Optionen, dass man weiter rauszoomen kann? Nope. So, jetzt wird hier versucht, ein bisschen um den Drachen herumzuspielen, sich eine Vision Base aufzubauen. Oh, Diana gegen Gragas. Diana gegen Gragas hier. Und Gragas benutzt die Blast Corn, um hier zu disengagen. So, das rote Team hat sich nun den Ocean Drake gegönnt. In 4 Minuten 50 spawnt der nächste Drake. Es wird ein Air Drake werden in dem Fall. Garen hat in der Zeit, in der hier auf der Botzeit so viel abging, in der Mitte ein bisschen die Lane gehalten und verhindert, dass der Turm Schaden kriegt, weil momentan kann er gegen Mordekaiser nicht allzu viel anrichten. Mordekaiser ist momentan in einer sehr starken Phase, dank hier Haunting Guys und Blasting Wand. Kann er doch relativ gut gegen Garen gegenhalten und seine Passive macht dann doch sehr viel Schaden an unserem lieben Garen. Der momentan ja auch eher aggressiv baut als defensiv. Guter Schaden hier, guter Schaden hier. Und der Flash von Varus verhindert erstmal Schlimmeres. Kann... der vierte Schuss versucht daneben zu schießen an Gragas vorbei. Doch der fette Mann mit dem Weinfass verhindert hier Schlimmeres. Auf der Toplane sehen wir wieder ein Duell zwischen unseren beiden Kontrahenten, Mordekaiser und Garen. Doch letztendlich kriegt Garen erstmal auf die Schnauze und hält sich danach wieder gegen. Auf. Unser Jawan gönnt sich hier den gegnerischen Blue Buff, um den Gragas mehr Farm zu denyen. Unser Jawan ist in diesem Fall sogar 3 Level vor Gragas, was auf jeden Fall hier... da ging der Skill von Mordekaiser zu kurz. Unser Jawan wird hier auch maßgeblich das Spiel beeinflussen. Der Event Horizon verhindert hier Schlimmeres. Der Roam von der Lux in die Mitte, während unser Chin backt, war auch sehr gut gemacht.
So, wir haben hier den Death Realm von Mordekaiser gegen Jarvan. Doch Jarvan rennt und rennt und Mordekaiser setzt sein Q daneben. Nun läuft der Death Realm auf und die Garen Ult beendet hier das Leben von Mordekaiser. Da kommt der Master Remote Spam. Ohne das geht's natürlich nicht. Die Flagge wird gesetzt, um hier noch zusätzlich, um hier zusätzliches Attack Tempo zu generieren, damit mehr Schaden am Turm gemacht werden kann. Doch die Gragas Ult klärt die Minions und verhindert hier, dass der Turm fällt. Momentan haben wir auf der Top-Seite eine Überzahlsituation, doch Jarvan und Diana entscheiden sich dazu, hier zu disengagen, die Krabbe vor Herald zu machen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Und den Herald vorzubereiten nach dem Back. So. Overall ist auch wieder hier die positive Vision-Kontrolle des roten Teams zu hervorzuheben. Wir hatten bis gerade eben hier einen Ward, hier einen Ward, wir haben hier die Krabbe, wir haben auf der Bot-Side einen Pink-Ward, wir haben hier komplette Vision-Kontrolle im gegnerischen Jungle, was die Midlane angeht. Ja, und Jarvan startet sofort den Herald, ohne dass das blaue Team irgendwas davon mitkriegt. Diana hilft ihm, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Und die Botlane wird vorgewarnt, dass hier nicht bewusst ist, wo das blaue Team sich momentan befindet. Der Pinkbot im Tribush wird geklärt. Das rote Team sollte den Herald jetzt dann auch besitzen. So, Jarvan hat ihn und gehen sie für den Dive auf der Toplane. Ah, der Ward wird geplatziert. Herald wird sofort geprockt und der Dive auf der Toplane steht. Mordekaiser ist wieder ab. Mordekaiser läuft einfach und wird von Jarvan mit der EQ-Kombo hochgenockt. Die Ultimate geht auf unseren lieben Garen, doch Garen besiegt auch in der Mordekaiser-Ult. Hier Mordekaiser mit seiner Ultimate. Die Minions werden geklärt und der Herald sollte den Turm blub wegchargen. Kriegt er nochmal einen neuen Charge durch? Wir werden es sehen. Kann Weigar das Ganze hier verteidigen. Die Minions müssen geklärt werden, bevor Weigar hier dem Herald genug Schaden machen kann. Der Charge geht durch und der Turm verliert massiv HP. Der All-In auf Weigar von Diana. Diana hat wieder sehr wenig Mana, aber es reicht, um hier den Weigar zu töten und den zweiten Top-Turret, den Tier-2-Turret, auf der Top-Side zu kriegen. Sehr schön gespielt um die Topside hier. Und sehr guter Einsatz unserer beiden Heralds. Einmal um die Mitte zu brechen und um Toplane Tier 1 und Tier 2 zu kriegen. Goldtechnisch sind wir inzwischen bei einem Lead von 8300 Gold. Wir können mal auf das Gold hier umschalten. Wir haben auf der Toplane einen Goldlead von circa 2000 Gold. Wir haben im Jungle, das ist wahrscheinlich ziemlich krass, 3000 Gold. In der Mitte auch 2000 Gold. Botlane sind es nur 700 Gold, circa. Und im Support sind es auch nochmal 600 Gold. Itemtechnisch kann man sagen, die Toplane hat ihr Trinity Force fertig, der Garen. Dagegen steht Mordekaiser mit einem Rylice, wie auch immer. Jarvan hat Black Cleaver und Warrior Enchant mit, dagegen unser deutlich underlevelter Gragas hat nur, hier kommt der Full Engage von Yumi. Uff, da hat der Mordekaiser Q singled out unseren Scully, den Jhin, aus dem Leben gekrittet, aber Varus war auch sehr schnell tot. Jetzt haben wir eine 3 gegen 3 Situation, 4 inzwischen von der Blue Side, weil Gragas auch noch dazu gekommen ist. Das rote Team tut hier gut, um zu disengagen. Garen rotiert währenddessen in die Mitte, um dort ein bisschen Druck aufzubauen, nachdem die Top Lane am Slowpushen ist. Der Full Engage von Diana, die auch
3 Level ahead von Gragas ist. Die Gragas Ult geht komplett ins Leere und der Disengage vom blauen Team hat natürlich trotzdem funktioniert. Aber was wurde hier dafür geopfert? Garen am Mitturm. Und der Rest des roten Teams bemüht sich um den Drake. Kriegt ihn auch. So, wir haben nun zwei Drakes für das rote Team, die Jarvan Ult singelt hier Mordekaiser aus. Mordekaiser Ult geht auf die arme Lux, die hier jetzt in Sonyas geht. Währenddessen wird Yumi getötet und die Lux überlebt gegen Mordekaiser leider nicht. Aber Mordekaiser sollte hier jetzt gegen diese drei Gegner auch nicht mehr viel machen können. Hat nur den Support rausnehmen können währenddessen. Das rote Team hier klar im Vorteil und holt sich nun den Tier 1 Turret. Daraufhin wird resettet und Veigar geht auf die Botlane, um die Welle anzunehmen. Währenddessen hat Varus auf die Topside gewechselt, um dort mal ein bisschen Farm zu kriegen, nachdem er, ja, wobei so weit behind ist er gar nicht, nur was Kills angeht, steht er 0-2. Ja, was kann man noch sagen? Das blaue Team ist deutlich, deutlich zurück. Inzwischen sind das ja, nur noch... Ja, waren wir nicht gerade mehr als... Es sind inzwischen auf jeden Fall 10.000 Goldunterschied. Alle Tier 1 Turrets sind gefallen. Mitte und Topside sind schon die Tier 2 Turrets gefallen auf der Botside. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis auch dieser fällt. Unser Gragas ist deutlich, deutlich zu sehr hinten im Vergleich zu Jarvan. Das sind das inzwischen 4 Level Unterschied. Das rote Team klaut sich jetzt auch noch den Blue Buff des blauen Teams und verhindert so ein Aufschließen unseres Gragas hier. Mordekaiser versucht es hier gegen 3 Leute, aber der Rest des Teams kommt noch dazu und Diana musste hier leider sterben. Der Flash von Jarvan rettet ihn letztendlich durch das Fass von Gragas. So kommt er letztendlich sogar relativ gut raus. Aber Mordekaiser wurde hier gegen Diana getradet, was gar kein so ein schlechter Trade ist, weil die Diana bisher noch nicht einmal gestorben war. Das war ein gutes Shutdown-Gold für unseren Mordekaiser. Und Jarvan kommt hier doch nochmal weg. An dieser Stelle. Zusätzlich sei gesagt, dass wir als nächsten Drake einen Mountain Drake haben, weshalb sich die Map ein wenig verändert hat, wodurch ein paar kleine zusätzliche Wände hinzugekommen sind. Garen holt sich nun auf der Botside den Tier 2 Turret. Wird er es schaffen? Oder? Ja. Und weil er Garen ist, rennt er einfach noch raus. Ohne Probleme hier gegen die beiden. Ist er hier zu greedy? Ist er hier zu greedy oder sieht er ein, dass das nicht sonderlich viel Sinn macht momentan? Er steht hier auch auf einem Ward, was er jetzt mitgekriegt haben sollte, dass hier ein Ward despawned ist. Geht mit der Pflanze wieder auf die Botside und macht weiter Pressure hier gegen das blaue Team, worauf theoretisch das blaue Team jetzt reagieren sollte. Aber das rote Team bereitet hier auch schon den Baron vor. Was ist das mit Baguette? Der Veigar, ich kann es dir nochmal zeigen, ihre hier, da. Sieht aus wie ein Baguette. Aber es ist ein Besen. Nee, das rote Team hat hier schon mal die Vision für Baron aufgebaut. Wir haben hier einen Ward. Wir haben hier einen Ward. Wir haben hier 2 Wards. Wir haben da Wards und die Pflanze. Wir haben relativ gute Vision-Kontrolle momentan um den Baron herum. Der jetzt hier auch als nächstes Ziel angegangen wird. Währenddessen klärt Garen hier einmal die Crux, um den Gragas noch mehr XP zu denyen. Auch Varus und Yumi können dagegen nicht viel tun. Die Yumi-Ult geht komplett ins Leere. Hier wird Gragas noch gecatcht. Die Ult geht komplett ins Leere. Varus holt sich nochmal 10 Gold über die 2 Crux. Und besser als Fernsehen dieser Cast. Dankeschön. Und jetzt wird vom roten Team, nachdem Gragas gestorben ist, natürlich der Baron angegangen. Wir haben sehr gute Ward Coverage. Das blaue Team kann theoretisch nur einmal komplett ins Leere laufen. Mordekaiser wird das Ganze auch versuchen. Aber unsere Lux ist hier zur Stelle. Trifft den Snare. Und die Ultimate.
Die Ultimate geht auf Travis raus, der das Ganze auch nicht mehr überlebt. Aber Diana beendet hier das Leben unseres. Das war letztendlich noch knapp, aber ein gekonnter Smite von Javan beendet hier das Leben des... sehr schöne Ult, um nochmal Diana das Leben zu retten. Und letztendlich wird hier jetzt einer nach dem anderen vom blauen Team fallen. Jetzt ist nur noch Gragas am Leben. Schafft Garen es hier. Ja, Garen schafft es hier nochmal rauszukommen. So, was wird jetzt mit dem Baron gemacht? Wir haben nur noch die Inner Turrets stehen. Nur noch die Base Turrets sozusagen vor den Inhibs. Es wird hier auch der dritte Drake angegangen. Auch hier kann das blaue Team quasi nichts dagegen tun. Wir haben jetzt den dritten Drake. Ups. Jetzt habe ich das Ding wieder ausgeblendet. So. Ja. Letztendlich wird hier jetzt einfach, so wie es aussieht, Diana auf die Toplane geschickt, um hier Split-Push-Pressure zu erzeugen. Mordekaiser sollte sie auch nicht so stark bedrohen können momentan, aber Gragas und Valgar moven auch auf die Toplane, um hier den Push von Diana zu denyen. Währenddessen treffen sich drei des roten Teams in der Mitte, um dort Pressure aufzubauen. Valgar ist in der Zeit auch wieder in die Mitte rotiert, um dort ein bisschen die Wave abzufangen. Was wird nun mit dem mit dem Baron gemacht? Ja, sehr viel wird momentan mit dem Baron nicht angefangen. Garen pressured ein wenig die Botlane. Kann hier auch sogar den Turm angreifen, ohne dass irgendjemand darauf reagiert. Veigar kommt nun dazu, trifft seinen Cage aber nicht und Garen kann einfach disengagen. Sollte jetzt versuchen hier das Minion zu beschützen, was ihm aber nicht gelingen wird. Das zweite Cannon Minion sollte aber hier den Turm ohne Probleme weiter attacken können. Auch dieser Turm sollte nun fallen. Und so haben wir den Turm gekriegt. Diana wird hier leider ihr Leben lassen. Wobei aber gleichzeitig hier auf der Botside Javan das Ganze sogar nicht überlebt. Leider. Was ist da noch hinterher geflogen? Womöglich ein Turret-Shot. Die Flash-Ult von Garen hier gegen Veigar, um dem auch noch das Leben zu nehmen. Gleichzeitig wurde auf der Botlane der Inhib getötet und die Garen-Passive triggert. Und es kann fast noch in der Mitte der Turm genommen werden. Garen geht hier nochmal rein, wird hier, nur die Mordekaiser-Ult geht auf Travis, unseren Djinn. Und das Schild denied hier Schlimmeres. Ah, danke, Arvid. Ich versuche mein Bestes. Und das ist das Ace, auch wenn ein sehr spätes. Gragas ist wieder respawned und der Midlane konnte zerstört werden. Der TP auf das Minion, was vom Turm attackt wird, von Diana hier. Diana ist nun auch wieder da am Start. Und der erste Nexus Turret fällt. Der Turn auf Gragas. Gragas wird sofort aus dem Leben gerissen und Garen, es ist scheißegal, ob er den Turm tankt. Der Turm muss fallen. Und nun wird der Nexus attacked. Und was kann Veigar hier machen? Er stellt einen Event Horizon, wird von Lux Q gebindet, Diana engaged und Veigar lässt auch sein Leben. Und der Nexus ist down. Und Mordekaiser Rage quittet erst einmal. Das rote Team, also meine Kumpels, haben gerade das Spiel gewonnen. GG. Sehr schön. Good job, boys. Good job.